passiert ist. Herzlich willkommen. Geil, dass du wieder mit am Start bist bei einer neuen Episode von Aus dem Leben eines Diebes. Wir sprechen mit Gerard, denn wir müssen der Stadtwache beitreten. Oh ja, ohne können wir nicht an der AKO ran. Aber man sagt ja auch, wo Schatten ist, kommt auch wieder Licht. Wegen den Banditen. Konntest du schon einige von ihnen zur Strecke bringen? Nein, jetzt leider noch nicht. Dann kommen wir erst wieder, wenn... Ja. Ich möchte mich der Stadtwache anschließen. Was muss ich dafür tun? Was? Du? Du weißt doch, dass ich dir nicht traue. Am liebsten würde ich es dir verbieten, aber wir brauchen jeden Mann. Und vielleicht täusche ich mich in dir. Für dich gelten allerdings hohe Anforderungen. Ich werde dich eingehend prüfen. Ich habe doch schon 5 Banditenköpfe gebracht. Reicht das nicht? Wieder zurück? Innos sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Gut. Sag mir, was ich tun soll. Moment, Junge. Verrate mir doch erstmal, warum du auf einmal so dringend Wächter werden willst. Hm. Das ist jetzt so eine Sache. Beide Antworten sind eigentlich totaler Schwachsinn. Ich fühle mich in Remba wohl und will es deshalb verteidigen. Da könnte er denken... Was ist das für ein Trottel? Jetzt traue ich ihm noch mehr gar nicht. So, wenn ich sage, Monsieur zu langweilig, dann würde er sich denken, ja, du hast keinen richtigen Enthusiasmus. Beide Antworten könnten falsch sein. Ich fühle mich hier in Remba wohl. Für mich ist es eine Art neues Zuhause geworden. Nach allem, was ich über die Piraten gehört habe, sagen wir, ich bin diesen Ort bereit zu verteidigen. Das ist die richtige Einstellung, Junge. Wir werden sehen, wie du dich machst. Okay. Was sind das für Prüfungen? Als erstes solltest du wissen, dass wir keine Schwächlinge oder selbstverliebte Schönlinge mit einem funkelnd polierten Silberdolch aufnehmen. Du musst etwas drauf haben. Ich will nicht, dass du bei meiner ersten Aufgabe sofort krepierst. Deshalb wirst du eventuell noch ein wenig warten müssen, bis ich dir überhaupt die erste Aufgabe stelle. Die Prüfungen an sich sind eigentlich gar keine richtigen Prüfungen. Es sind einfache Aufgaben, wie sie ein normaler Wächter erledigen muss. Wenn du sie gut erledigst, bist du dabei. Okay. Bin ich bereit für die Prüfung? Lass mal sehen. Ja, so kann ich dich nehmen. Okay, ich habe wahrscheinlich Stufe X erreicht und habe eine Rüstung oder sowas. Gib mir meine erste Aufgabe. Gut, dann hör mir zu. Wie du sicher weißt, wird oben auf der Klippe ein neuer Leuchtturm gebaut. Dort gibt es allerdings ein paar Probleme. Burkhard ist der zuständige Mann. Melde dich bei ihm. Was für Probleme sind das denn? Ich weiß es nicht. Jeder Mann wird an der Baustelle gebraucht. Burkhard konnte schon seit langer Zeit keinen Boten schicken. Nur die Arbeiter erzählen hier im Dorf etwas. Aber die erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Ich habe gestern beim Kartenspielen so viel wie noch nie gewonnen. Ich bin schon unterwegs, Hauptmann. Wo finde ich Burkhard? Ganz einfach. Du verlässt die Stadt, gehst links hoch durch den Wald zur Baustelle. Burkhard sollte irgendwo davor stehen. Wenn du die Probleme da oben gelöst hast, kommst du mit dieser Rune am schnellsten wieder hierher zurück. Und jetzt erledige die Sache. Jetzt habe ich Teleportrunen zu allen wichtigen Orten. Ich frag dir mal lieber nicht weiter aus, weil er könnte das vielleicht sonst als Provokation sehen oder sowas. Keine Ahnung, das weiß ich. So, jetzt gehe ich da mal wieder hoch. Wir haben ja an sich schon einige Aufgaben da oben erledigt. Ja? Jedoch ist es so, dass... Komm, wir haben den Bogen, der ist doch viel geiler, Alter. Ich überlege, ob ich im Bogenschießen noch irgendwas lernen soll. Wobei ich mir jetzt auch nicht ganz sicher bin, ob ich das will. Solange ich im Nahkampf dann rocke erstmal und vielleicht 50% Crit raushaue, dann ist das erstmal in Ordnung, dann reicht das vorerst so. Na, wir werden sehen. Mit dem Bogen kann ich aber ganz gut scouten. Ah, da oben habe ich einen Keiler gescoutet. So, hätte ich ohne Bogen nicht gesehen. Oh, jetzt sind mit einige Waage aufgekreuzt. Oder irgendwas anderes. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was das sein soll. Wir speichern aber auf jeden Fall mal. Das ist, glaube ich, gesünder für mich. Irgendeiner von den Bauarbeitern hatte beim ersten Besuch hier in Folge 9 gesagt, es sind Goblins am Start. Ich glaube, es ist ein schwarzer Wolf bloß, kein Waag. Scheiße.
Geh weg, du Köter. Fuck, Alter. Scheiße, jetzt bin ich an der Ecke dort hängen geblieben, ey. Das ist natürlich unschön. Nichts zu holen. Ich muss sie erstmal umgehen. Ich verstehe. Komm her. Ach, puh, Alter. Heilige Scheiße. Das hätte richtig ins Auge gehen können, Mann. Das hätte richtig ins Auge gehen können, Mann. Erstmal schön hochheilen, Junge. So. Okay. Erstmal scouten. Ob verwendete Munition normaler Pfeil, okay. Mal gucken, ob ich mit dem Bogen irgendwas reiße. Oha, nicht schlecht. Wow, hey. Der Bogen ist, auf kurze Distanz ist der Bogen gar nicht so schlecht. Wenn ich so eine Situation habe wie jetzt, dann ist der echt gut. Dann ist der Bogen gar nicht mal so doof. Shit. Ah, na gut. Scheiß auf diesen einen Keiler, ey. Dieses eine Fell dort. Pfeif drauf! Burkhard, ich melde mich. Guck mal, wir könnten den jetzt theoretisch auch bestehlen. Nice. Gerard schickt mich. Ich soll dir bei deinen Problemen helfen. Du? Was soll ich denn mit dir? Ich brauche Soldaten, keine halbwüchsigen Abenteurer. Immer langsam, starker Mann. Ich will in die Wache eintreten und das ist eine meiner Prüfungen. Also raus mit der Sprache. Wo brennt der Stiefel? Wir haben hier oben viele Probleme. Und um welches soll ich mich kümmern? Ein großes Problem, bei dem du vielleicht nicht sofort drauf gehst, sind die Goblins. Was soll ich mit den Goblins machen, wenn ich sie gefunden habe? Was für eine dämliche Frage. Die paar Schaufeln und Nägeln, die sie gestohlen haben, können wir verschmerzen. Das Zeug brauchst du nicht wiederzubringen. Aber diese Viecher. Ich will, dass du den gesamten Clan ausrottest. Aber Vorsicht, ihr Anführer ist ein besonders starkes Exemplar. Das konnten wir bei einem der Angriffe beobachten. Sie müssen also irgendwo in der Nähe des Waldes einen Unterschlupf oder einen geheimen Durchgang haben, wo sie sich verstecken können. Ich weiß wo. Wo finde ich die Goblins? Das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Sie kommen, schlagen zu und verschwinden wieder. Wohin verschwinden sie denn? Genau kann ich dir das nicht sagen. Sie rennen immer in das Wäldchen. Dort verlieren wir sie dann in diesem ekelhaften Nebel. Wir haben schon auf dem Weg in die Stadt Ausschau gehalten, aber da sind sie nicht. Sie müssen also irgendwo in der Nähe des Waldes einen Unterschlupf oder einen geheimen Durchgang haben, wo sie sich verstecken können. Ja, ich weiß, wo es ist. Gut. Die Sache ist schon so gut wie erledigt. Dann viel Glück. Ich hoffe, dein Arm ist genauso stark wie dein Mundwerk. Mein Arm ist leider überhaupt nicht so stark. Muss man jetzt mal so vergleichsweise einfach mal sagen, ne? So. Mit dem Bogen kann ich schon echt einiges reißen im Nahkampf. Das ist gar nicht mal so doof. Wäre natürlich lieber, wenn ich den Rapier anlegen könnte, Alter. Aber dass ich Stärke brauche. Ich brauche jetzt theoretisch 5 Stufen muss ich aufsteigen, um alles in Stärke zu ballern, um den Rapier tragen zu können. Das ist totaler Schwachsinn. Also, das ist echt Bullshit. Ich weiß natürlich, wo diese Goblins sind. Und ich weiß auch, wo ihr Durchgang ist. Nichts zu holen.
Mist, nach unten kann ich nicht zielen. Zumindest sind hier offensichtlich keine. Ach, da oben kann ich eine Harpie anvisieren. Das ist ja witzig. So. Die sind jetzt natürlich in größerer Zahl neu gespawnt, logischerweise. Darf ich jetzt... Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Auch wenn ich jetzt mehr aushalte. Okay, schwarze Gockens töte ich auch One-Shot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist eine gute Taktik mit dem Bogen. So halte ich mir die Viecher ordentlich vom Leib. Das ist ja schon ziemlich offensichtlich hier, muss man jetzt einfach mal so sagen. Pfeile habe ich auch mehr als genug. Vielleicht sollte ich doch auf Bogen gehen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Guck mal hier, das ist noch besser. Ich töte die einfach so. Wow, dieser Rotbarsch dort, Alter, wird immer größer. Oh, Kacke. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, das hätte ich mir sparen können. Das hätte ich mir sparen können. So, machen wir es einfach nochmal. Dieser Rotbarsch da wird immer größer. Nein, ach, fick mich doch, Mann. Nee, die Krieger sind zu stark. Das brauche ich im Nahkampf nie versuchen. Solange die nicht hier hochkommen... Unter dem Ding. Müssen, wenn die da vorkommen, dann habe ich gute Karten. Ja, Treffer. Ah, wow. Du mieser Wicht, ey. Hast mich ganz schön erschreckt, ey. Muss ich dir lassen. Ein kurzes Herzchen rausgerutscht. Planänderung. Ich mache jetzt Folgendes. Ich versuche die Position zu wechseln. Sehr nice. Okay, jetzt ist es ja nur noch der eine. Mit den Fäusten töte ich den jetzt, Alter. Sehr schön. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich alle platt gemacht haben, ne? Dead Rotbarsch, Alter. Ich töte jetzt gegen dieses Wassermonster. Vor allem, ich töte jetzt gegen dieses Wassermonster. Ich kämpfe gegen dieses Wassermonster. So, besiegt. Mit meiner bloßen Anwesenheit habe ich es besiegt. So. Vor allem noch rum und so, den habe ich gar nicht mitgenommen. Bei meinem letzten Besuch hier. So, hier ist eine Kiste, Mann. Ey, ich bin so gespannt, was in dieser Kiste ist. Zerstörte Säge. Da lässt sich nichts mehr reparieren. Wir haben Alkohol konsumiert. Das ist jetzt natürlich Vergangenheit. Oder gehört jetzt natürlich der Vergangenheit an, besser gesagt. Dolch. Ich sag mal so, dann ist es besser als gar nichts zu tragen. Also trage ich lieber so einen Dolch. Das ist wirklich besser als nichts. So. Easy geknackt. Muss ich aber natürlich zugeben, ich habe ein bisschen mehr davon erhofft. So, ich denke, das müssten doch jetzt alle gewesen sein, oder? Nichts zu holen. Gab es einen Tagebucheintrag? Hilfe für Burkhardt. Ich sollte für Burkhardt Goblins herangehen, er weiß aber nicht genau, wo sie sind. Ich sollte vom Leuchtturm aus im Wald gehen und nach einer Höhle und durchgehen. Und dann fließt Goblinblut. Aber die Kampfmusik hört da nicht auf, das heißt, irgendwo muss noch einer sein.
Irgendwo muss noch einer sein. Nichts zu holen. Aber ich wüsste nicht wo. Dich habe ich geplündert. Da ist nichts zu holen. Ja. Du bist auch tot. Nichts zu holen. Vielleicht wartet er jetzt oben am Eingang, der Anführer oder so. Aber jetzt hört die Kampfmusik auf. Könnte also sein, dass die jetzt doch alle tot sind. Mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Burkhard zurück. Vielleicht war es das jetzt auch wirklich schon. Aber mich irritiert jetzt halt nur, dass es keinen Tagebucheintrag gab. Und dass es jetzt keinen Goblin gab, der irgendwie hieß, ja, Goblin-Boss oder sowas. Keine Ahnung. Dementsprechend wäre ich mir da jetzt noch nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein, ob das jetzt das wirklich schon war. Der Bogen ist gerade echt mein bester Freund und Helfer, muss ich zugeben. Besser als der Rapier gerade. Naja, mal schauen. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe die Goblins gefunden und getötet. Sehr gut. Das verbessert unsere Situation hier ungemein. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Dich kann man hier echt gebrauchen. Geh zurück zu Geralt und sag ihm, dass du mir geholfen hast. Sag ihm auch, dass hier oben soweit alles in Ordnung ist. Dank dir. Ach, was war in der Geschichte mit dem besonders starken Goblin dran? So einiges. Es gab wirklich einen besonders starken. Er schien so eine Art Krieger zu sein. Aber auch er ist tot. Merkwürdig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Naja, Hauptsache er stört uns nicht mehr. Und das kann er ja jetzt schlecht. Wir gehen, die Arbeiten an dem Leuchtturm voran. Sehr gut. Dank deiner Hilfe können sich die Arbeiter jetzt voll auf ihre Arbeit konzentrieren. Okay. Dann teleportieren wir uns jetzt mal zurück in die Stadt. Warte mal, wenn ich den jetzt trage, ne? Dann greift der Typ als Wachtyp mich doch jetzt safe an. Nee, okay, geil. Das heißt, ich kann das Ding tragen, ohne dass sie mich als Piraten erkennen. So. Jo, es geht. Hauptmann Geralt, Offizier Burkhard ist zufrieden mit mir. Wirklich? Du konntest ihm helfen? Allerdings, ich habe eine ganze Menge Goblins für ihn aufgespürt und vernichtet. Die Lage an der Baustelle ist jetzt deutlich besser. Ich soll dir sagen, dass alles okay ist. Ich bin beeindruckt, Junge. Hätte dir nicht zugetraut, dass du das so gut erledigst. Ja, habe ich schon mal gehört. Aber ich habe es geschafft. Ja, hast du. Aber kein Grund, übermütig zu werden. Ich habe noch zwei weitere Aufgaben für dich. Allerdings erhältst du auch als Anwärter deinen Sold für erledigte Aufgaben. Hier, bitte. Vielen Dank. Nicht schlecht. Was ist nun meine zweite Aufgabe? Da habe ich mir schon was überlegt. Wenn du der Wache beitrittst, bist du ein Wächter. Und was tun Wächter die meiste Zeit? Und Drachen vertreiben, Alter. Etwas für Wachen, vermute ich. Genau, du hast es erfasst. Wächter stehen Wache. Und das sehr oft und sehr lange. Damit du mal weißt, wie das ist, bewachst du heute Nacht das Tor. Ich? Ganz alleine? Und wenn... Nein, nicht ganz alleine. Ich will auch morgen noch leben. Pierrus steht dir zur Seite. Ich habe ihn schon eingewiesen. Sprich ihn heute Abend nochmal darauf an. Und sei verdammt nochmal pünktlich. 8 Uhr. Okay, werde ich wohl nicht schaffen. Na gut. Ja, da werden bestimmt irgendwie... Ja, Feldräuber, Scavenger und was weiß ich nicht für ein Scheiß noch alles kommen. Ich hau mich jetzt mal hier aufs Ohr. Und schlaf mal bis zum nächsten Abend, aber vermutlich wird es halt so sein, dass ich halt dann zu spät bin, ne? Weil jetzt ist es ja schon 8 Uhr, ne? Und jetzt müsste ich eigentlich schon bei Piero sein. So. So, Meister, geht ab. Da bist du ja endlich. Guten Abend, Sonnenschein. Guten Abend, Sonnenschein. Boah, auch du noch. Du kannst mich mal, Kleiner. Ich hab absolut keinen Bock, hier für dich das Kindermädchen zu spielen. Eine Nachtschicht am Tor ist schon beschissen genug. Eigentlich hatte ich mir sogar vorgenommen, nett zu sein. Als Rekrut ist es nun mal nicht leicht, aber wenn du mir so kommst... Ach komm. Sag mir einfach, was ich tun soll, miese Peter. In Ordnung, du Penner. Stell dich einfach da ans Tor.
Wenn ein Monster kommt, töte es. Wenn Leute kommen, entscheidest du, ob sie in die Stadt dürfen oder nicht. Aber das kostet 200 Goldstücke. Außerdem haben wir von Gerard den Befehl, jeden zu durchsuchen. Und jetzt an die Arbeit. Okay, mein Sahnetörtchen. Geil, Alter. Ich mag das, den so fertig zu machen. So, aber ich mag's vor allem auch... Vor allem, wo geht er jetzt hin? Ey, du Arschloch, komm zurück. Okay. Tja. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern weniger. Vor allem, was war jetzt mit meinem Pfeil los? Der hat irgendwie so einen komischen Bogen genommen. Jetzt ist die Ratte nochmal gestorben. Alles klar? Naja, hat sich wahrscheinlich eine Riesenratte in der Stadt getragen. Natürlich einen kurzen Prozess gemacht. Oh Gott, jetzt geht's los, Alter. Digga. Ich glaube, da kann ich eine ganze eigene Folge draus machen, nehme ich mal an. Wenn Leute kommen, musst du sie durchsuchen. Matteo Pentot hinten. Oh Mann, das wird jetzt sterbenslangweilig, glaube ich. Naja, mal gucken, wie ich weiß. Ah, guck mal. Gerbrand. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ist das denn für einer? Vor allem, wo kommt der her? Das verstehe ich im RP schon mal gar nicht. Dreck. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Vor allem als Wache. Als Wache. Wie geil. Halt! Was bist du denn für eine Witzfigur? Wenn du in die Stadt willst, nimm dich mal ein bisschen zusammen. Ich bin hier die Torwache. Ich trage nur keine Rüstung, weil ich noch nicht in der Wache aufgenommen worden bin. Ich habe die Aufgabe, dich zu kontrollieren. Das Betreten der Stadt kostet dich 200 Goldstücke. 200 Goldstücke? Lächerlich. Hier, hast du das Kleingeld. Vor allem, jetzt habe ich 400 von dem bekommen. Geil! Ich muss dich durchsuchen. Ich muss dich durchsuchen. Was? Mich durchsuchen? Was machst du dir an, du Wurm? So, jetzt reicht es. Schnauze halten, Waffe her und ausziehen. Erzbaronrüstung erhalten. Kann ich die vielleicht behalten? Ah, du scheinst okay zu sein. Hier hast du deine Sachen wieder. Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin eine Person von hohem Rang und Ansehen. Du kannst mich nicht behandeln wie ein Verbrecher. Na warte, du Mistkerl. Ich werde mich gehörig über dich beschweren. Du läufst ganz alleine mitten in der Nacht herum? Wie kommt es denn dazu? Willst du mich aussorgen, du Nachtwächter? Ich habe dringende Geschäfte zu erledigen. Die Reise ist weit und ich bin aufgehalten worden. Angst, alleine zu sein, brauche ich nicht zu haben. Ich kann mich ausgesprochen gut verteidigen. Und alle anderen Probleme lassen sich mit Gold lösen. Es ist erstaunlich, was das einfache Volk für ein paar jämmerliche Münzen zu tun bereit ist. In Ordnung. Die Stadt dankt für deine Spende. Du darfst passieren. Wurde ja auch Zeit. Und jetzt aus dem Weg. Voll geil. So, jetzt habe ich 400 Gold erhalten. Jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Bin gespannt. Ist das spannender, als ich dachte? Ich habe bald keine Pfeile mehr, ne? 37 habe ich nur noch. Muss überlegen, wenn ich bei den Jägern wieder oben bin, könnte ich vielleicht wieder einen neuen Nachschub kaufen. Belastet mich gerade wirklich, dass ich diesen Rapier nicht anlegen kann. Aber ich sehe irgendwo nicht ein, 50 Stärke jetzt zu investieren, Alter. Das sehe ich einfach nicht ein. Ich überlege, ob ich mir die 50 Stärke cheate einfach. Weil ich finde das lächerlich. Warum muss ich 50 Stärke lernen? Weißt du, wenn das wenigstens hier dastehen würde, dass ich dafür halt, ne, Dings brauche und so, dann würde ich sagen, okay, aber das steht ja nicht mal da. Ich hätte das also ohne die Kommentare nie rausgefunden. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir diese 50 Stärke einfach rancheate. Und dann trage ich diesen Drecksrapier. Ich denke, so werde ich es machen. Weil sonst, wenn ich es halt nicht mache, na gut, dann muss ich halt jedes Mal ins Inventar und so zugreifen. Was auch belastend ist, aber das würde dann wegfallen. Holy shit.
die ganze Nacht Wache schieben. Ist echt öde, Mann. Ich überlege mir. Oh, das ist ein Kolibri. Ich dachte kurz, das wäre ein Blutfliege gewesen. Kannst du aber Glück haben, du Dreckskolibri, Alter. Nee, ich sagte gerade, wenn ich früher wirklich irgendwie im Mittelalter gelebt hätte und ich hätte Nachtwache schieben müssen irgendwo. Das wäre mit Abstand der geilste, aber gleichzeitig auch der dümmste Job der Welt gewesen wahrscheinlich. Was machst du die ganze Nacht? Was machst du 8 Stunden? Däumchen drehen. Die Beine in den Bauch stehen. Trinken, essen. Ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit gefressen damals, wenn ich was zu essen gehabt hätte. Oh, jetzt rede ich übers Essen und jetzt kriege ich schon wieder Hunger, ey. Ich mache mir gleich Kartoffeln und Quark. Oh, mit Leberwurst. Oh, geil. Hm. Ist gerade nicht so viel los. Das ist jetzt eigentlich die perfekte Storytime. Ich müsste jetzt irgendeine Story auspacken. Was habe ich denn so die letzten Tage erlebt? Was ist denn spannend? Keine Ahnung. Ah, doch, was ich erzählen kann. Ich setze mich ja gerade ein bisschen intensiver mit SEO auseinander. Für die Leute, die nicht wissen, was SEO bedeutet. SEO bedeutet Search Engine Optimization. Auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Und das ist echt ein spannendes Thema, muss man einfach mal sagen. Das ist wirklich ein spannendes Thema, wenn man irgendwie, wenn ihr jetzt irgendwie einen Blog betreibt, eine Webseite oder einen YouTube-Kanal oder sonst was. Das Thema ist unfassbar tief. Es gibt so viel Möglichkeit darüber rauszufinden und sich das anzulernen und damit zu arbeiten. Und wenn ihr irgendwie eine Webseite besitzt, dann ist es unfassbar wichtig, einen guten SEO-Wert zu haben, damit eure Webseite möglichst hoch bei Google oder sonst wo gerankt wird. Und ein guter SEO-Wert sorgt dafür, dass eure Webseite besser gefunden wird. Und wenn man sich mit dem Thema ein bisschen anfängt auseinanderzusetzen, das ist so spannend und so vielfältig. Und es gibt so viel dazu zu wissen, weil das Thema einfach so unfassbar tief ist. Und ja, in letzter Zeit habe ich halt angefangen, mich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist echt spannend. Also es ist wirklich echt spannend, so. Tja. Das war meine kleine Storytime. ja. Ansonsten, nutze ich die Zeit auch mal ein bisschen um Eigenwerbung zu machen. Ich habe einen Instagram-Account, folgt mir da gerne. Link in der Videobeschreibung. Ich habe einen Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig Freitag und Sonntag streame. Ebenfalls Link in der Videobeschreibung, lasst gerne ein Follow da. Da spiele ich übrigens gerade unter anderem Gothic 2. In einer ultra hoch gemoddeten Variante. Macht echt Bock. Unter anderem streame ich da auch öfters mal Stronghold, auch mit Utwin. Oder Age of Mythology, oder Age of Empires, oder. Also die Liste ist echt gefühlt ewig lang. Ja, wofür kann ich noch Werbung machen? Ich bin bärtig, ich trage Bart. Ich kann es auch jedem von euch nur empfehlen, Bart zu tragen. Bart ist eine geile Sache. Vor allem im Winter, wenn es jetzt draußen wieder langsam etwas kälter wird. Zum Glück, ich bin froh, dass der Sommer vorbei ist. Deshalb, ich finde es auch so geil, dass die Zeit wieder angebrochen ist, dass ich wieder Pullover bei den Aufnahmen tragen kann. Ich liebe es, Pullover zu tragen, wirklich sehr. Und jetzt, in der Zeit, wo es langsam kälter wird wieder draußen, ist es so, dass ein Bart sehr dazu beiträgt, dass der Hals schön warm bleibt. Vor allem, wenn man einen Schal noch dazu trägt. Ja. Was wiederum dazu führt, dass man weniger erkrankt. Ja. Und wenn man weniger krank ist, kann man produktiver sein. Wenn man produktiver ist, dann kann man mehr arbeiten, mehr Let's Plays machen. Was wiederum euch zugute kommt. Also, das ist so ein Kreislauf. Mein Bart sorgt einfach dafür, dass ich regelmäßig aufnehmen kann. Jetzt auch vor allem im Winter, wenn man es so möchte. So, ich guck mal kurz. Wache stehen. Da hat sich da tatsächlich eine Riesenratte. Na klasse, ich darf heute Nacht am Stadttor, Beine im Bauch stehen. Wache scheint ganz einfach. Ich töte jedes Vieh, was kommt, nehme Besuchern 200 Goldstücke ab, durchsuche sie und lasse sie rein. Wird wohl eine langweilige Nacht. Da habe ich gleich kurz einen Prozess gemacht. Mitglied der Stadtwache. Wie spät haben wir es dann? Ist jetzt 22. Oh Gott, ist es erst 22.24 Uhr? Holy shit.
Oh Mann, jetzt sitzt du in der Scheiße. So eine Beschwerde ist nie gut, aber du wirst es überleben. War aber auch blöd von dir. Hä? Ja, Scheiße, das hätte ich wissen müssen. Tja, es ist halt nicht leicht zu erkennen, wen man besser nicht kontrolliert. So, jetzt aber wieder zurück auf deinen Posten. Die Nacht ist noch lang. Hä, das interessiert mich doch nicht, Alter. Wer hier was zu sagen hat, ey, ich habe meine Aufgabe und die ziehe ich durch, hallo? Was wäre das denn für eine furchtbare Disziplinlosigkeit, wenn ich den jetzt einfach hätte da gewähren lassen? Das ist der Bullshit. Oh Gott, guck mal, was sind das denn für welche? Das sind bestimmt Banditen, die wollen auf die Fresse. Kommt her, ich töte euch alle! Gehilfe und Händler. Die durchsuche ich natürlich auch. Ist mir scheißegal, wer jetzt hier kommt. Ich mache natürlich bei jedem eine Durchsuchung. Halt! Wer seid ihr? Und was macht ihr hier? Wir sind, Fellhändler. Ja, Fellhändler. Und wir möchten in die Stadt. Wir haben dringende Geschäfte zu erledigen. Wir haben ein Treffen mit dem Bürgermeister. Also lasst uns durch, Soldat. Ihr seid Banditen. Das Betreten der Stadt kostet 200 Goldstücke pro Person. Für euch also 400. Kein Problem. Nach diesem Geschäft haben wir sowieso viel mehr Gold. Außerdem muss ich euch durchsuchen. Hinstellen, Rüstung ausziehen. Ich muss am Tor bleiben. Ich muss am Tor bleiben. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Rüstung. Eine Banditenrüstung. Du verdammter Penner! Muss am Tor bleiben. Wusste dieser Scheiße mit den Durchsuchen sein? Muss am Tor bleiben. Jetzt stirbst du! Ich muss am Tor bleiben. Ich muss am Tor bleiben. Mörder! Scheiße, jetzt hat mein Rapier natürlich nie. Ja, du kannst den Gehilfen mal bitte platt machen. Piero ist unfähig as fuck, wirklich. Unfähig, dieser Knecht, ey. Einfach unfähig. Muss am Tor bleiben, muss am Tor bleiben. Halt! Wer seid ihr? Oh, lauf doch nicht so nah an den Rand, Mann! Was ist das hier? Du verdammt! Mit dem Clan, ne? Ich muss am Tor bleiben. 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 Ach du Scheiße, das war knapp. Ich muss am Tor bleiben. Dass du die beiden Galgenvögel durchsucht hast. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Ich muss am Tor bleiben. Was für ein Kampf. Danke für deine Hilfe, Piero. Was denkst du, was die zwei vorhatten? So dicht, wie sie hinter Gerbrand kamen. Ich muss am Tor bleiben. Ich vermute, sie wollten ihn in der Stadt ausrauben und schnell wieder verschwinden. Ich muss am Tor bleiben. Gott sei Dank sind sie jetzt tot. Aber die Schicht ist noch nicht rum. Also geh wieder auf deine Position. Ich muss am Tor bleiben. 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 Nanu, was bewegt sich denn da? Ich muss am Tor bleiben. Ich muss am Tor bleiben. Ich muss am Tor bleiben. Ja, halt doch die Fresse, Junge. Ich muss am Tor bleiben, Ach du Scheiße! Ne? Du bist Bescheid, Alter. Was zum Fick, Alter.
Was ist hier los, Mann? Och, das ist doch ein... Haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Aktiviert gerne die Glocke. Macht's gut und ciao.